Also, ne? Ein kleines Intro, oder für die, die jetzt schon länger zuschauen, das ist einfach noch mittendrin im Video. Es gibt einen zweiten Teil heute. Ich drehe mal die Kamera. Ich bin jetzt hier zu Gast, ich bin in einem guten Level und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Es fängt sehr langsam heute an alles. Wir sind auf dem Spielplatz und abends gehe ich zu einem Kumpel. Aber weil der Abend so schön geworden ist, wollte ich diese zwei Videos separaten. Also, na, ihr seht jetzt heute nur den ersten Teil. Die Vorbereitung, wie ich da hingekommen bin und alles. Und dann in einem nächsten Video irgendwann werdet ihr einen richtig coolen Abend sehen, den ich heute gemacht habe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nein, ich mache kein Video von dir, aber ich muss ein Zitat von meiner Frau jetzt direkt präsentieren, bevor das Video richtig losgeht. Was war das nochmal? Heute ist früher als gestern. Heute ist früher als gestern. Ich meinte, dass dieser Moment ist früher als was ist gestern. Ja. Ich verstehe. So, wieder draußen auf der Straße und gucken, was ich hier gefunden habe. Colegio Sucio de Santiago. Schweizer Schule. Für mich das Wort Sucio hört sich an immer wie Sucio. Keine Ahnung, wie dreckig. Oh, mein Spanisch ist nicht das Beste, wirklich. Aber wir sind gerade auf dem Weg zum Spielplatz. Kommen wir mal zu den wichtigen Themen von heute. Ich wurde eingeladen zu einem richtig geilen Männerabend mit ein paar Navy-Offizieren. Also, sie sind nicht alle Offiziere, aber heute eine Soldatenrunde. Ich bin ja auch Ex-Soldat, also wird ganz witzig. Es wird Paella geben, wir machen ein kleines Asado, also grillen, ein paar Bierchen trinken. Kamera ist auf jeden Fall dabei, also keine Ahnung. Ich habe jetzt einmal ein bisschen Spaß mit dem Kleinen, der ist gerade am Schaukeln hier. Jan! Hola Jan! Jan! Cinco! Oh, muy bueno. Am Eis essen. Guck mal, wenn ich ihn frage. Un poquito, Papa? Ah, un poquito. Er hat mit dem Ellbogen gemacht. Und jetzt wollte er mir tatsächlich... un poquito, Papa. Nimm mein Ellbogen, du Arsch. Der Vorteil an diesem ganzen Maskenball ist, man kann filmen und die Leute können nicht so gehören, ich will da nicht drauf sein. Super gut. Da vorne ist schon gleich meine Metro, ich gehe da jetzt gleich rein. Sehr wenig chilenische Fahnen in der Stadt. Also unterwegs habe ich im Bus sehr viele gesehen, aber naja. Ich filme gleich in der Metro wieder. Da, ich bin jetzt schon wie zwei Stockwerke nach unten gefahren. Ich bin gerade extrem angepisst. Meine Fahrkarte funktioniert nicht mehr. Meine Fahrkarte ist anscheinend defekt. Aber sie haben mich jetzt trotzdem durchgelassen. Aber die sagen, ich soll mir eine neue kaufen. Und ich weiß nicht, wo. Ich habe keine Ahnung. Ich bin super, super im Stress. Keine Ahnung. Ja, hier ist ein kleiner Supermarkt. Also ich habe hier schon Büchereien gesehen und alles. Hier gibt es Mützen. Hier ist schon krasser Bahnhof, nein, nicht Bahnhof, wie sagt man, ja, Metro, U-Bahn, ganz normal U-Bahn, viele Menschen. Ich zeige euch gleich da hinten diesen Tunnel mal ein bisschen, der sieht viel, viel cooler aus, aber kommen zu viele Menschen gerade. So, das ist, sie sagen, wie der Schwedenweg, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig sage, aber hier sind überall so extrem schöne Bilder und es ist so voll, Leute. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Menschen gesehen, also ich würde das gerne hier ein bisschen besser filmen, aber... Ja, das ist die schwedische Fahne da. Schweden! Ja, keine Ahnung. Ich kann so viel sagen, Chile war damals ein bisschen Stress und so. Also viele, ich glaube, die Kommunisten sind halt alle abgehauen aus Chile in Richtung Schweden. Die Geschichte kann ich jetzt auch nicht so aus dem Kopf alles erzählen. Bräuchte ich auf jeden Fall jetzt Internet, damit ich nichts Falsches erzähle hier. Auf jeden Fall ein endloser, langer Weg. Hier sind so ein paar Berühmtheiten aus, ich weiß nicht, ob es Chilenen sind, die in Chile leben oder Schweden, ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber hier, die Waffe sieht geil aus, die hat Style. Ansonsten hier wieder Geschenke, 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 Geschenke. Ja, hier gibt es Bananen sogar, Avocados, eigentlich alles. Es gibt sogar Bücherautomaten, wo man dann so Bücher kaufen kann. Ich habe
keine Ahnung, ob ich jetzt gerade hier richtig bin eigentlich. Gerade verpasse, Leute, ärgerlich. Ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Seite hier. Da hinten fährt sie durch den Tunnel. Ja, keine Ahnung. Hier sind doch so diese Oldschool-Dinger. Die haben doch so richtige Reifen, ne? Also die modernen fahren auch nur noch auf Gleisen. Aber die hier, ja, die haben richtige Autoreifen. Ein bisschen groß ist das, oder? So ein bisschen wie eine Achterbahn. Also, keine Ahnung, aber ich fühle mich da ein bisschen verarscht. Die haben mir gesagt, ich wäre heute so oft gefahren, dass ich kein Geld mehr drauf hätte, deswegen die Karte wird nicht mehr funktionieren. Ich habe irgendwie fünfmal erklärt, dass ich sie nicht aufladen kann. Dass ich versucht habe, sie aufzuladen, aber es geht nicht. Jetzt habe ich mir eine neue gekauft. Mein Gott, die Leute waren alle so angepisst. Ich habe mich einfach nur gesagt, hey, Leute, verpisst euch. Was wollt ihr von mir? Mein Gott. Ja, jetzt noch ein bisschen laufen, dann bin ich fast da. Also wenn ihr das jetzt mal so seht, ne, also es ist hier auf jeden Fall ein ganz anderer Anblick als ja in dem Bereich, wo ich wohne. Sehr modern, schöne Häuser. Besonders das da hinten, ey, das sieht so krass aus. Guckt euch das mal an, ey. Wunderschöne Architektur. Ja. Hier gibt es sogar den Burger King im reichen Viertel. Nein, Spaß. Das gibt's auch bei uns. Trash Food gibt es überall auf der Welt. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ist meine Meinung. Kunstfreiheit. Ne? Das sagt der Danger Denkemann. Kunstfreiheit. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, ich bin aus der falschen Seite ausgestiegen. Ich hätte da aussteigen müssen und dann darüber gehen müssen. Ja. Ah, hier, das Gebäude. Ich brauche echt einen Dimpler, Leute. Ich sollte mal so einen Patronenkanal aufmachen, so ein bisschen Spenden sammeln hier. Ich brauche einen vernünftigen Dimpler, so einen Kamerastick zum Filmen, der da nicht wackelt. Ich hab's eilig, Leute. Bier ruft. Warte, den nehme ich noch mit hier. Guckt euch den an. Na, Buddha. Ich bin ja Buddhist, ne? WLAN. Meditiert das WLAN her. Ja, der andere ist jetzt nicht so spektakulär. Aber auch mit dem Handy in der Hand. Aber cool gemacht. Ja, schöne Fahne. Ja, aber jetzt hier, pass mal auf. Okay, ist eigentlich nur was für mich und meine Frau. Forum, da habe ich meine Frau kennengelernt. Also nicht bei dem Kleiderhersteller, sondern in der Disco. Ich liebe dich, Schatz. Also da fühlt man sich auf jeden Fall klein, ne? Wenn man hier so neben so einem riesen Haus steht. Auf jeden Fall richtig schön mit der Fahne hier. Schön am Wehen. Ah, tschi, le, le, le. Viva Chile! Oh, schöne Aufnahme. Ach, keine Ahnung, wenn das irgend so ein Markengebäude ist. Icon. Kennt man die Icon? Bestimmt. Leute, guck mal da. DHL. Das ist wirklich DHL. Also die haben ja auch DHL in Chile. Ja? Ist immer sehr witzig, wenn so ein Wagen von DHL vorbeifährt. So fühlt man sich dann immer so heimisch direkt. Okay, da gehen wir jetzt rein. Uni mal. Uni. Nur für Studenten. Nein, Spaß. So, Solo für einen meiner treuen Zuschauer. Nein, Ben, ich meine jetzt in diesem Fall nicht dich. Ich meine in diesem Fall meinen Kumpel von Verschlafen. Das ist ein Hotel. Hier, ne? Bestes Bier und so. Nein, ohne Scheiß, das ist ein leckeres Bier. Kost, aber es muss aus der Glasflasche sein. Das schmeckt einfach am besten. So. 4 Minuten hier kochen.